das verrate ich jetzt noch nicht. Spoilern will ich nämlich hier nicht. Das werde ich dann näher erläutern, wenn es soweit ist. Bin ich auch in den Sinn gekommen, dass es das gibt. Hier wieder in Assassin's Creed Black Flag. So. Dem kann ich teilweise auch gar nicht alles einsammeln, weil es dann das einfach irgendwann zu langweilig wird für euch. Und deswegen gehen wir jetzt zum Gouverneur. Einen Moment noch bitte. Mir ist in den Sinn gekommen, ich würde doch gerne die Untertitel eigentlich ausmachen. Nee, ich mach's da an, weil die sprechen manchmal was auf Spanisch und dann wird das auf Deutsch so übersetzt. Deswegen lasse ich das mal an. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿El... cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Gut, ja, wie gesagt, wie ihr gerade gesehen habt. Ich spreche auf Englisch. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf. Hinderten sie ihn am Schwingen. Leider. Hört, hört. Wohl durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht andersherum. Einen englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Okay, Leute, ich habe eigentlich alle Ziele getroffen, ohne F. Ach, ich muss sie herausfordern. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Stundenglas. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ah, toll, ich muss nachladen. Fickt euch doch. Scheiße, 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 scheiße. Komm schon, gib ihm. Oh, das wird nichts.
Ah, toll. Verkackt. Ich will nochmal. Kein Glück, wie? So, erstmal nachladen. Und jetzt. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran, trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ja, easy. Los, lad nach. Schneller, schneller, schneller. Ja. So. Was muss ich bei dir machen? Ah, okay. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Na geil. Zwei Klingen, so will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Ich glaube, das ist jetzt keine Kunst, oder? Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Richtig. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Meiner Treu, ein cleverer Trick. Ja, freilich. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Zeigt ihr es uns? Freilich. Ist doch kein Ding. So. Magnifik. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Ach, man kann theoretisch auch fortsetzen. Na gut. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ieb. Den guten Willen halber machen wir das mal. Alles. Wunderbar. Das ist jetzt eh schon vorbei. Alles klar. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib derzeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren. Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl.
Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Increíble. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Okay, krass, jetzt vor sind wir Templer. Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit 2 Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Yay, 100%. Und mit dieser Hauptmission, wow, sind wir mal wieder ein ganzes Stück weiter, muss ich sagen. Also wir haben jetzt was von dem Observatorium erfahren. Ich denke mal, es wird jetzt, denke ich mal, nicht hauptsächlich. Ich finde, Assassin's Creed in einem Spiel behandelt auch mehrere Geschichten. Aber ich denke mal, wieder so das Hauptding wird jetzt das Observatorium sein, was sich halt bis zum Ende durchziehen wird, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist halt wie zum Beispiel bei den anderen Assassin's Creed Teilen mit dem Eden-Apfel oder, also das war ja im ersten Teil oder, ja, mit den ganzen anderen Assassin's Creed Teilen gab es ja auch immer so ein Hauptziel.
wird hier das Observatorium sein, so wieder dieser Wettstreit zwischen Templer und Assassinen, wer das Ding zuerst kriegt. Und ja, da bin ich mir echt gespannt, wie das jetzt weiter verlaufen wird. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass Edward, kennen wir ja eigentlich, ein Assassine war. Aber jetzt momentan sind wir Templer und da bin ich sau gespannt, wie das jetzt alles weiter verlaufen wird. Aber wir drücken jetzt erstmal fortsetzen. Okay. Hallo? Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Alles klar, und damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Assassin's Creed Black Flag. Yo, es kam ja gerade nochmal eben eine Zwischensequenz, aber ich glaube, die haben wir schon in der letzten Folge abgehandelt, von daher denke ich mal, werde ich die einfach rausschneiden. Ihr werdet wahrscheinlich gar nichts gesehen haben. Und wir machen jetzt ganz normal weiter. Wir haben jetzt, offenbar, ja, es geht um ein Observatorium, so wie es aussieht, und sind jetzt erstmal, haben irgend so ein komisches kleines Prisma-Ding oder was das darstellen sollte, keine Ahnung, diesem Templer-Typen da gegeben. Und es geht offenbar um ein Observatorium. Was es mit dem Observatorium auf sich hat, haben wir jetzt noch nicht herausgefunden. Aber ich denke mal, das werden wir noch früh genug erfahren. So, und bevor wir jetzt hier... Ich würde ja am liebsten mal hier so eine... Ich weiß gar nicht, ob ihr meinen Mauscursor... Also ich muss das mal in die Story umstellen, dass man mal den Mauscursor sieht. Ich glaube, das habe ich jetzt mal ausgestellt. Ich hätte vor, mal hier so... jetzt hier links vom... Rüber zur dahin, dann dahin und dann mal hier so über die ganzen Dinger zur Mission. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache jetzt, weil das ist schon ganz schön viel, was dann an Spielzeit drauf geht. Und wir wollen ja eigentlich wirklich nur hauptsächlich die Hauptmission machen. Ja, na gut, wir gehen erstmal jetzt hier unten zu dem Ding hin, nehmen hier ein paar Patronen mit und dann mal schauen.